Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe von unserer Alpenwelle. Ja, heute sind wir wieder einmal unterwegs und bei einem ganz speziellen Gast. Weil ich habe den Hausherr gepackt, also endlich einmal muss 30 Minuten ruhig sein. Wir freuen uns riesig, liebe Zuschauer. Und ich kann euch versprechen, es gibt keine reine Politik-Sendung, sondern es gibt eine Sendung, wie ich sie liebe. Herzlich willkommen, Toni Brunner. Danke vielmals, Elmar. Bei dir im Haus der Freiheit. Und du hast uns etwas mitgebracht, liebe Zuschauer. Das aktuelle Buch. Ich glaube, das sind etwa 25 Jahre Politik drin. Und ich habe ein bisschen durchgeschnuppert, Toni. Und ich muss sagen, allein wegen dem Buch könnten wir 2-stündige Sendung machen. Ja, es ist eigentlich keine Biografie, sondern es ist wirklich eine Zusammenfassung von Geschichten und Anekdoten aus meinem Leben. Was sich halt zugetragen hat, wenn man 24 Jahre in Bern war. Da erlebt man halt einiges. Und was vorher gelaufen ist, ist auch spannend. Lass mal, ich darf heute genau eingehen. Du, du hast die SVP hast du wirklich zur stärksten Partei gemacht. Und jetzt irgendwo ist doch nicht mehr so alles so, wie es war. Ja gut, wenn die Grosswetterlage ein bisschen gegen die SVP spricht, dann heisst das noch lange nicht, dass es nicht wichtig ist, dass man sich einsetzt für die Hauptziele, die eigentlich unsere Partei immer ausgemacht hat. Mm. Ich meine, was ist das höchste Gut, das der Mensch hat? Und wenn es jemand weiss, dann ich und du. Der Elmar war ein Kämpfer, gewesen, immer in seiner Szene von der Volksmusik, von der freien Sender, Medien. Das ist die persönliche, individuelle Freiheit. Und ich glaube halt, dass der Punkt in einer Wohlstandsgesellschaft manchmal ein bisschen vergessen geht, dass es eigentlich das höchste Gut, das man hat, die Selbstbestimmung ist. Selber können über die Zukunft entscheiden. Mhm. Und das ist momentan leider im Stellenwert der Leute nicht ganz zuoberst. Da müssen wir halt auch von unserer Seite her gewisse Aufklärungsarbeit leisten. Aber Toni, was hat dich denn damals vor diesen vielen Jahren eigentlich fasziniert und wo du gesagt hast, ich steige in die Politik? Es war genau das Erlebnis, 1992, das war doch die grosse EWR-Abstimmung. Mhm. Freiheit, Selbstbestimmung oder tun wir uns der EU anbinden? So mit einem damals Kolonialvertrag, in dem wir nämlich sagen, die EU bestimmt und wir tun nachvollziehen. Und der EWR-Vertrag, das war eigentlich eine Grundsatzabstimmung über das Selbstverständnis der DNA, der Eidgenossenschaft. Wollen wir auch in Zukunft in unserem Perimeter, und das ist die Eidgenossenschaft, selber die Regeln festlegen oder übernehmen wir autonom, ohne dass wir mitreden können? Einfach, jetzt kann man sagen autonom, aber es ist eigentlich einfach ein Nachvollzug von EU-Recht. Du bist eigentlich wirklich, ich darf sagen, eine eigenständige Persönlichkeit, ein Naturtalent. Hast du bei vielen der Eltern eigentlich mitbekommen? Ja, mit der Muttermilch saugt man natürlich schon einiges auf. Wobei meine Mutter immer gesagt hat, ich hätte sie nicht gern, sie war sehr wässrig. Also bin ich schon sehr jung auf eigenen Beinen gestanden. Ich glaube, ich habe dann irgendwie mit Brei und so bin ich grossgezogen geworden. Aber wichtig ist natürlich, was hat man da inne? Und bei mir ist es schon ein bisschen verrückt losgegangen halt im Leben. Das ist ja auch übrigens hier in diesem Buch. Hast du mitbekommen? Ja. Es ist so, dass ich einen behinderten Bruder habe, Mongoloid. Und die Eltern sind zu Ärzten geschickt worden, wo sie wieder schwanger war. Nach dem Andi. Und eigentlich war das eine Beratung für eine Abtreibung. Boah. Und meine Eltern sind gedrängt worden von zwei unabhängigen Ärzten. Sie haben ja schon 4 Kinder. Wollen sie jetzt das Risiko noch eingehen? Und meine Mutter war diejenige, die gesagt hat, nein, ich lasse mich da nicht drängen. Ich will das Kind, ich bin schwanger. Ich meine, muss ich in diese Situation, in den Druck, in das so ein soziale Umfeld 1974 einversetzen. Und dann hat man sie auf Zürich geschickt, in einen Fruchtwassertest. Und man hat ja dort mal mit diesen Fruchtwassertest, der Bauchdecke, mit diesen spitzen Nadeln, hat man noch diverse Föten. Ja. In den 70er Jahren verletzt und sogar noch Behinderte angebracht. So. Und wo ich die Nadeln, und jetzt kommt meine Perspektive, habe gesehen, oh, bin ich ganz hinten an die Bauchdecke und habe gesagt, wartet nur, ich komme nicht behindert auf die Welt, ich komme als SVPler zurück. Freundlich und immer korrekt, pure Lebensfreude eigentlich. Und Toni, das ist auch unser Stichwort zum ersten Musiktitel. Wirklich, der Titel heisst «Pure Lebensfreude» und das ist eine Formation, die du auch kennst, die ganz gewaltigen Erfolg hat, nämlich
das Projekt, das wir gemacht mit der Alpenwelle, Seelenfeuer mit den Sängerfreunden. Und da ist der Clip «Pure Lebensfreude». Toni, nach 23 Jahren hast du eigentlich gesagt, jetzt ist genug. Und hast eigentlich sehr viele schockiert, eigentlich, wo die Mitteilung in den Medien verbreitet worden ist, dass du jetzt aufhörst. Und jetzt hast du aber wieder eine Position eingenommen, wo du beratend der SVP hilfst. Also zuerst mal, es mag vielleicht für die Öffentlichkeit überraschend gewesen sein, aber als ich das Präsidium von der SVP Schweiz abgegeben habe, ich schon gewusst, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Früher oder später, wo ich werde mich von Bern verabschieden. Man muss schon sehen, ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, Toni, wenn du im Jahr 2019 nochmal antrittst, dann bist du bei der Eröffnung der Legislatur bist du Alterspräsident. Also derjenige von 200 Nationalräten, der am längsten dabei ist. Und Helmut Hubacher hat mir einen Brief geschrieben und hat mir das Ding geschrieben, wo er noch nicht gewusst hat, dass ich zurücktrete. Er sei enttäuscht, er sei bis jetzt der jüngste Alterspräsident mit 65 und ich wäre es mit 45. Und da muss ich jetzt doch sagen, das ist doch für mich dann natürlich ein Alarmzeichen gewesen. Jetzt bin ich 23 Jahre in Bern. Ich hätte ja gerne so lange wollen, aber die Zeit ist vorbei wie im Flug. Und da habe ich gesagt, jetzt ist noch der letzte mögliche Zeitpunkt, weil ich habe immer meinen Bauernhof aufrechterhalten. Ich habe immer in den letzten Jahren mein Lammbeizli gehabt und ich habe gesagt, jetzt will ich zurück und einmal das Leben erleben, wie es ist, wenn man nicht im Fokus der Öffentlichkeit ist. Und ich glaube, ich darf sagen, Stockenburg gibt dir brutal Kraft. Stockenburg ist natürlich sowieso eine der faszinierendsten Regionen der Schweiz.
Ich meine, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, sehe ich an die 7 Kurfürsten. Das sind 7 Aufrechte. Mit Rückgrat. Käserock, Hinterock, Schiebestuhl, Zustuhl, Brise, Frömsel, Salon. Und da muss ich sagen... Also ich höre, er ist von da, wirklich. Er kennt jede Bergspitze. Wenn ich auf Bern bin, habe ich natürlich 7 andere gesehen. Lass mal, Toni, eigentlich, du bist ja sehr oft im Stall. Und ich glaube, im Stall kannst du froh sein, das sagt eigentlich nur jedes Jahr, gell? Ja, aber ich habe nicht die ringsten Rassen ausgelesen. Ich habe ja Brown Swiss. Das sind die braunen Schweizer Kühe, Milchkühe. Aber ich habe auch Ehringer, eine alte Schweizer Rasse aus dem Wallis. Kampfkühe. Es passt ein bisschen zu mir. Kampfeslustige Tier, eine der kleinsten Rinderrassen in Europa. Wieder ist die Höhe 1,28, 1,30. Und die sind eigentlich vor allem sehr ausgeprägt ihrem Instinkt, die Hierarchie der Herde festzusetzen. Wie bist du auf das gekommen, dass jetzt eigentlich die möchtest züchten, dafür fast sagen? Ich war ein paar Mal natürlich als Präsident der SVP Schweiz auch im Wallis. Ich bin in der ganzen Schweiz und bin dort in Kontakt gekommen mit der Ehringer-Rasse. Die hat mich von Anfang an fasziniert. Sehr soziale Tiere, die auf einen bezogen sind, die einem anschauen, die einem den Kontakt suchen. Und ich habe gesagt, wenn ich einen Lebenstraum habe, einmal in meinem Leben eine Ehringer-Kuh. Und dann habe ich den Toni Willino, ohne dass ich gewusst habe, dass das einer der besten Züchter ist im Wallis, getroffen, an einem Frühjahrstechfest in Raro im Wallis und habe ihm spontan die Typhoon. Ich habe mich verliebt. Ich bin aus 74 gesucht, das ist mein Jahrgang. Und das war die Typhoon. Und ich bin zum Toni Willino und habe gesagt, diese Kuh hier per Handschlag kauft. Und er hat eingewilligt, was mein grosses Glück war, weil das ist eine Top-Kuh. Und Typhoon war dann mein erstes Tier. Als ich das Präsidium abgegeben von der SVP Schweiz, habe ich ein zweites Tier bekommen, die Venice. Und das sind meine zwei Bomben im Stall. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass ich bereits im Jahr 2019, das war 2015, 35 so Ehringer im Stall habe. Lassen wir noch mal zurück auf deine ganze Karriere. Medien braucht es natürlich ganz klar. Aber hat nicht jemand eine Medien, die in all den vielen Jahren versucht, irgendwo einmal zu linken? Immer, ständig. Immer? Ja. Ich meine, Journalisten leben ja davon, dass man irgendwo kann jemanden ein bisschen vorführen oder vielleicht sogar bloßstellen und so. Als SVP-Präsident bin ich natürlich ständig gefördert war, um auf irgendwelche Aktionen von irgendwelchen linken Medien einzufallen. Ich war da auf der Hut. Ich habe schon gewusst, was das bedeutet, SVP-Präsident zu sein. Ich meine, wir sind in dem Sinne ja ein bisschen Opposition, obwohl in der Regierung eingebunden, aber in den ganz grossen Themen, Europa, Migration, Unabhängigkeit, Steuern, da sind wir eigentlich entgegen einem Mainstream halt auf der Seite, wo sagt, Mass halten, Zurückhaltung, zu viel Zuwanderung tut der Schweiz nicht gut. Die Öffnung ist zwar recht, aber wir müssen uns nicht gerade ins gleiche Bett wie die EU legen. Zusammenarbeit, unser Codewort ist Kooperation, Zusammenarbeit unter gleichberechtigten Partnern und nicht eine Ehe, sprich EU-Mitgliedschaft. Oder Rahmenvertrag. Wir müssen doch nicht einen Rahmenvertrag haben, wo wir automatisch ungesehen das Recht übernehmen vom anderen. Für das sind wir zu stolz und für das ist die Schweiz auch zu eigenständig. Ich kann mich erinnern, wo ich vor, es sind einige Jahre seither, wo du mich mal eingeladen hast ins Bundeshaus hinein und wo wir so im Gang aussen gsi sind, habe ich doch müssen sagen, also ich schmunzle heute eigentlich. Da ist schon immer dicke Luft aus. Oder eigentlich ständig dicke Luft. Ja, ja, natürlich. Ich meine, du hast verschiedene Kostgänger im Bundesbern. Wenn ja alles normale Leute wären, wären ja alles solche wie ich und du. Aber da gibt es noch ganz andere. Lass mal, Toni, wir haben einen interessanten Titel, der heisst Roman im Schuss. Und du kennst den genau. Auch sehr gut, einen von der Umgebung. Nie heimische. Mit dem Renato Allensbach. Hier ist der Clip vom Roman. We'll be right back.
wenn man so bei euch bei den Politiker-Fernsehsendungen schaut, habe ich persönlich das Gefühl, als Außenstehender, da wird immer noch gestritten eigentlich, oder? Ist es denn so nach solchen Sendungen auch so, wegen, dass man sagt, du, komm, jetzt gehen wir ein Bier trinken und es ist wieder alles heile Welt? Also zuerst mal muss man natürlich sagen, es ist ja nichts interessant für die Medien, die nicht umstritten ist. Mhm. Also mit anderen Worten, dort, wo man sich einig ist, muss man auch keine Fernsehsendung machen. Man muss die Fernsehsendungen machen, wo ein Diskurs rum ist, Widersprüche rum sind und wo muss gestritten werden. Das Erste und das Zweite, ja, also bitte, man kann ja miteinander stritten und nachher trotzdem ein Bier trinken. Was ich nie gern hatte vor Fernsehsendungen, das ist jetzt ein intimes Geständnis von mir, wenn ich in der Arena, Rundschau oder zum Herrn Schawinski oder so, bin ich immer 10 Minuten, Viertelstunde, Halbstunde spät gekommen. Also so, dass es nur noch für die Maske gelangt hat. Und ich gerade konnte in die Sendung, weil ich vorher niemanden sehen wollte. Ich wollte nicht noch den vis-à-vis sympathisch finden. Das passt gerade zum nächsten Punkt eigentlich. Weil, wiederum zurückschauen, Galli Mireille war, glaube ich, nicht deine beste Kollegin im Bern. Gibt es aber noch andere? Also, Micheline Galli Mireille ist fast die einzige, nebst der Frau Dreyfus, wo ich nicht per Du bin oder war in Bundesbern. Immer eine gewisse Distanziertheit. Wir haben natürlich politisch heute nicht auf der gleichen Bühne gehabt. Aber sie ist ein eigenständiger Kopf. Ich respektiere, wenn jemand selber denkt, aber zu den verkehrten Schlüssen kommt. Ich meine, da kann sie auch nichts dafür. Sie ist halt in der SP. Mit wem hast du es denn eigentlich du wirklich am besten können? Aber nicht von der SVP, sondern von einer anderen Partei? Also gut kann ich es mit dem Fulvio Pelli. Dem damaligen freisinnigen Präsident, mit dem grünliberalen Präsident, dem Martin Bäumle. Weniger gut hatte ich es mit Lövra Darbele, aber nicht. Wir haben es gerne menschlich noch gut gehabt, aber sie waren natürlich die Verräterklicke rund um die Abwahl Christoph Blocher. Und da muss ich einfach sagen, das sind so Stichworte, wo mir einfach. Ja, ich bin nicht nachtragend, aber so Sachen vergesse ich halt auch nicht. Ich glaube, die Abwahl von Christoph Blocher, ist es gerade angetönt, die ist ja schon sehr, sehr nah gegangen. Ja, der Christoph Blocher ist einfach eine Ausnahmeerscheinung in der schweizerischen Politik bis heute. Und Christoph Blocher ist natürlich derjenige, der im Bundesrat mit seiner unternehmerischen Erfahrung auch völlig einen neuen Drive reingebracht hat. Er hat uns zum Beispiel bewahrt vor einer Fehlinvestition von Milliarden, die der Bundesrat Leuenberger wollte. Bei der irischen Aerocom, also eine Telekommunikationsfirma, die er hätte vereiteln können. Und es ist natürlich klar, wo das Todesurteil gefällt worden ist für den Christoph Blocher. Er hat zu mir gesagt, nach zwei Jahren, Toni, jetzt habe ich dann langsam mein EJPD, das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, im Griff. Jetzt fange ich mich an, kümmern um die anderen. Okay. Und weil er der Einzige war von den sieben Bundesräten, der die Dossier halt auch gelesen hat, nächtelang gewälzt hat, in die Bundesratssitzung gekommen ist und die anderen gefordert hat, ist er natürlich unbeliebt worden, weil er hat den Finger auf die wunden Punkte gelegt. Toni, welchem Politiker würdest du jetzt die Höchstnote 10 geben, aber keinem von der SVP? Ja. Also wenn jemand nicht in der SVP ist, kann man sowieso keine 10 bekommen. Das ist allerhöchstens ein 7,5. Und das ist vielleicht noch so ein Carlo Schmid. Er hat leider bei der EWR-Abstimmung als CVP-Präsident müssen eine andere Position einnehmen. Wer ich auch bewundert habe, sind so die Alten von der Stahlhelm-Fraktion, Ulrich Fischer, Georg Stucki, FDP, bei der SP ein Helmut Hubacher. Die haben alle für ihre Überzeugung eingestanden. Ich habe ihn zwar nie mögen, aber selbst der Peter Bodemann hat an sich für seine Sache die Sache gerne nicht schlecht gemacht. Aber natürlich völlig verkehrt, weil er politisch Toni Portaluzzi würde sagen, falsch gekriegt. Toni, jetzt sind wir glaube ich, wieder ein bisschen aber runtergekommen. Glaube ich, wirklich eine schöne Nummer, eine langsame Nummer, eine bekannte Nummer. Und das ist ein Künstler, der auch bei den letzten Fernsehaufzeichnungen bei dir war. Ja. Nämlich da ist der einsame Hirte von Christian Duss. Thank you.
Tester, deine Partnerin, hat eigentlich gesagt, Himmel nochmal, der Toni ist ja genau gleich viel unterwegs. Und ich habe dich selber jetzt heute Nachmittag erlebt. Du hast ja keine ruhige Minute, du bist ja heute noch ständig am Telefon. Ja, für einen, der nicht gern telefoniert, eigentlich wahnsinnig. Ich bin aber nicht mehr so viel unterwegs jetzt. Ich glaube, Tester ist unterdessen auch verschrocken, wie oft ich daheim bin. Oh. Weil früher bin ich ja nur unterwegs als Präsident, jeden Abend. 150 bis 200 Tage im Jahr und fast jeden Abend. Aber jetzt habe ich natürlich weniger Verpflichtungen auswärts. Ich sagte, ich bin jetzt 25 Jahre draußen, jetzt sollte ich mal 25 Jahre daheim bleiben. Natürlich ist es noch nicht ganz möglich, weil ich habe ja immer noch so ein bisschen ein paar Mandate und Jöppli. Hast du da wieder eins bekommen? Ja, jetzt bin ich Wahlkampfleiter von der SVP. Was heisst das? Du bist also, du musst alles koordinieren. Ich bin nicht an der Front. Ich bin der, der im Hintergrund den Wahlkampf im Kanton St. Gallen organisiert. Weil die Grosswetterlage momentan gegen uns spricht, habe ich gesagt, in dieser schwierigen Zeit, tue ich der Partei, der ich viel zu verdanken habe, helfen. Auch wenn nur im kleinen Rahmen. Im Kanton St. Gallen, wir müssen 5 von 12 Nationalratssitz verteidigen. Wir wollen einen Ständeratssitz gewinnen. Das ist unglaublich. Wir müssen 35,8% Wähleranteil verteidigen. Und in einer Zeit, in der die Politikverdrossenheit zunimmt, die Faust im Sack gemacht wird, viele sagen, ja, die machen in Bern ja gleich, was sie wollen, ist es wichtig, dass man ein Zeichen setzt, mitmacht und mobilisiert. Und meine Aufgabe ist, die Leute im Herbst 19 an die Turnen zu bringen und im besten Fall wählen sie noch SVP. Lass mal, was ja im Prinzip draussen in der Öffentlichkeit immer wieder hörst. Ja, unsere Landesregierung kann sich nicht entschliessen, endlich einmal Entscheidungen zu fällen. Ich hätte einen Vorschlag, sollte man es nicht ab und zu so machen, dass einfach alle Nationalräte oder Ständeräte im Haus eingeschlossen werden und bis ein Entscheid gefällt worden ist, erst dann wieder rauslassen. Es ist manchmal ein Wahnsinn, über was, wie die Themen diskutiert werden. Wie, also mehr das Volk draussen, spüre ich das auch. Das ist ja in den Papstwahlen so, dass man eigentlich die Bischöfe einschliesst. Oder Kardinal, oder ich bin nicht katholisch, aber schwarze Räuchli kommt dann raus, wenn der Papst gewählt ist. Das macht man es ja so. In der Politik bin ich anderer Meinung. Manchmal bin ich froh, wenn kein Entscheid gefällt wird, weil es könnte auch sein, dass das Parlament irrt und einen falschen Entscheid fällt. Die besten Tage im Bundesbern sind ja die, wo das Parlament nicht rum ist und die Regierung in der Ferie, weil dann wird kein falscher Entscheid fällt. Und lass mal, Toni, wir kommen wieder zu einem Videoclip. Das ist zum einen der Geri der Klosterthaler und zum anderen der Roman Brülisauer, der Hackbrettspieler. Jawohl. Und da haben wir auch ein Experiment gemacht. Den Clip haben wir letzte Woche. Und das ist ein Titel. Lass dich überraschen, du kennst ihn nämlich auch nicht. Schattenjodel.
Also eine Frage, die ich sonst eigentlich immer noch den Künstler stelle. Aber du bist auch ein spezieller Künstler, eigentlich, muss ich sagen. Und wenn du in einem Tag im Bundeshaus in Bern sagen hättest, in dem einen Tag, was würdest du verändern? Also zuerst mal, ich bin natürlich ein Künstler, ein Lebenskünstler. Das Zweite, ich bin natürlich ein, wo wenn ich jetzt allein sagen hätte, würde ich sagen, die Schweiz soll immerwährend frei bleiben und ohne Instruktionen von außen können entscheiden. Weil das höchste Gut, das wir haben, ist selber können über die Zukunft bestimmen. Lass mal, wenn ich einfach draussen, ich habe es vorhin schon ganz kurz angetönt, ich spüre draussen, das Volk ist eigentlich mit der Politik, egal in welchem Land, also unzufrieden, vor allem wenn es in Deutschland, Amerika, England und auch bei uns. Hättest du ein Rezept, dass wir das ein bisschen verbessern können? Man ist immer unzufrieden mit denen, die gerade an der Macht sind und wählt in der Regel dann die Alternative. Ich glaube halt, man soll nicht unzufrieden sein, sondern sich selber engagieren, sich selber einbringen. Und das heisst natürlich auch Stellung beziehen. Wir haben heute so ein bisschen Volkskrankheit, dass sich viele verstecken hinter ihrer Meinung. Gerne nicht mehr dazu stehen, nicht mehr Farbe bekennen. Und es geht in den Köpfen von jedem Einzelnen los. Bekennen die Farbe, beziehen die Stellung, ob es populär ist oder nicht. Ihr müsst nicht glauben, an der Urne Grün und Grünliberal müssen zu wählen und dann nachher in Ostern auf Bali chatten und ihr habt alles richtig gemacht. Sondern wenn ihr so wählt, dann wohnt bitte auch in der Höhle wohnen. Wenn ihr aber fortschrittlich sein wollt, dann wählt ihr die Partei, die am Schluss auch zu der eigenen Bevölkerung schaut und das Leben nicht künstlich verteuern mit CO2-Abgaben, teuren Benzin- und Dieselpreisen, Heizöl, Heizungen verbieten und so weiter. Da würde ich einfach sagen, bleibt cool, bleibt euch treu und schaut ein bisschen vorwärts. Und wir kennen ja die Grünen, die haben schon Anfang 80er Jahre gesagt, im Jahr 2000 gibt es keine Bäume mehr. Ich sehe es immer, Zuschauer. Er hat immer einen coolen Spruch bereit, natürlich. Und das macht dich auch sympathisch. Weil du darfst ja eigentlich noch sagen, ich muss ein bisschen aufpassen, ich kann im Fernsehen nicht immer alles sagen, das weil ist klar. Da gibt es heftige Reaktionen. Genau. Das weißt du selber. Aber wir sind ja hier im Haus der Freiheit. Ach so, ja klar. Aber da können wir noch eine Sendung machen. Das ist nicht mehr zu gut. Lass mal. Volksmusik liebst du auch. Haben, ich vergesse das nie mehr. Wir haben draussen, glaube ich, 5 Fernsehsendungen gemacht. Bei schönem Wetter eigentlich. Hat riesige Reaktionen gehabt. Ich habe das gesagt, ich werde es auch in der nächsten Zeitschrift Ihnen erwähnen. Es sind 3 Sendungen gewesen, die eigentlich in all den 15 Jahren bei der Alpenwelle alles geschlagen haben. Und das sind die Sendungen gewesen, die man bei dir draussen produziert hat, wo ich die grössten Reaktionen hatte. Und ich muss sagen, wir sind noch teilweise ein bisschen amateurhaft gewesen, natürlich auch. Aber spontan und das hat mir wirklich getaugt und ich glaube, wir müssen am Schluss noch einmal zusammensitzen, weil das müssen wir irgendeiner Form wiederholen. Das müssen wir irgendwann wiederholen und ich muss sagen, Hochachtung Elmar Führer für alles, was du für die Volksmusik, für die ganze Szene all die Jahre geleistet hast. Also auch von meiner Seite ein ganz herzliches Merci. Ich bin stolz auf dich. Danke, Toni. Danke vielmals. Es tut auch immer gut. Es kommt schon immer noch eins auf drüben. Aber ich muss es auch dem ganzen Team weitergeben. Wirklich, die, die im Hintergrund sind, obwohl ich eigentlich ein Ein-Mann-Team bin. Aber ohne die wäre das schlichtweg nicht möglich. Und jetzt, glaube ich, kommt der Interpret, der ist der Spitzbub Markus. Und der Titel, der passt eigentlich zu so dir, nämlich «Zum Teufel mit dem Euro». Zum Teufel mit dem Euro. Zum Teufel mit dem Euro. Mir brennt was auf der Seele. Das muss mal endlich raus. Ich könnte explodieren. Wer hält denn das noch aus? Für eine rote Rose gab's früher einen Strauß. Doch weil ich dich so liebe, macht mir der Preis nichts aus. Zum Teufel mit dem Euro, zum Teufel mit dem Geld. Der Bursche ist ein Teuro und hat sich nur verstellt. Zum Teufel mit dem Euro. Für meine Küche.
Scheiße. Zahlst du nie. Wir zwei, wir gingen manchmal zum Schlemmen gerne aus. Heute gibt's ne Tiefkühlpizza bei Kerzenlicht zu Haus. Wir sparen auch mal beim Urlaub, doch niemals beim Gefühl. Ein Lächeln früh am Morgen, das kostet doch nicht viel. Zum Teufel mit dem Euro, zum Teufel mit dem Geld. Der Bursche ist ein Teuro und hat sich nur verstellt. Zum Teufel mit dem Euro. Zahlst du nie. Ja, früher war das anders, da gab es sowas nicht. Denn unser Freund der Euro, der führt uns hinters Licht. Ja, früher war das anders, da gab es sowas nicht. Der hält doch nur die Hälfte von dem, was er verspricht. Zum Teufel mit dem Euro. Zum Teufel mit dem Geld. Der Bursche ist ein Teuro und hat sich nur verstellt. Zum Teufel mit dem Euro. Ich liebe dich, Chérie. Und eines, das ist sicher, für meine Küsse zahlst du nie. Zum Teufel mit dem Euro. Ja, Toni, da hast du ein gutes Zitat. Wer Toni kennt, muss ihn mögen. Ich glaube, das trifft zu 100% zu. Ich glaube, auch die, die nicht SVP sind oder eingestimmt sind, ich glaube, die mögen dich. Gut, das freut mich natürlich besonders, weil es meine ehemalige Sekretärin ist, als ich Präsident war. Weil sie kennt natürlich alle Macken von mir. Also, es lohnt sich wirklich, Toni Brunner sein Buch einmal reinschnuppern, weil ich es garantiert machen, Toni. Aber ich muss sagen, du hast ja, ich komme noch mal auf etwas zurück, was wir vorhin ganz kurz angetönt haben, auf die Fernsehsendung, die wir dir produziert haben. Und da habe ich sehr viele Reaktionen bekommen. Ich glaube, es waren hunderte Reaktionen gewesen. Hey, lass mal, der Toni sollte für die Alpenwelle mal eine Sendung moderieren. Du hast ja hier übrigens auch moderiert für die Alpenwelle. Aber das wäre doch einmal ein Thema, wo man sagen könnte, Toni, wenn man das nächste Mal kommt, kommen, dann tust du die ganze Sendung selber moderieren. Ich habe so gut wie du, Elmar. Ah, komm, hör auf, Toni. Kann ich es einfach nicht. Toni. Da bin ich zu schüch. Toni, ich habe viel zu viel Kopfweh. Weißt du, hier hat so viele Fehler und ich habe nicht mehr so das Gedächtnis, wie du noch hast. Ich gehe langsam aber sicher Richtung Pension. Nein, weißt du. Aber wenn du mich brauchst, Elmar, rufst du mir einfach. Oh, Toni, das ist aber abgemacht, gell? Oh. Lass mal, Toni, eins vermisse ich noch. Ich habe es jetzt überall gesucht. Letztes Mal hast du die Schnupfmaschine hast du in der Nähe gehabt. Wo ist die jetzt? Also Schnupfen ist ja im Toggenburg einfach eine Tradition, gerade auch unter den Jungen. Und mein Bruder, der Andi, hat die Schnupfmaschine in der Regel. Andi! Oh. Könntest du noch die Schnupfmaschine bringen, bitte? Der ist eben der Chef vom Haus und er... Das finde ich find übrigens super, dass du solche Menschen unterstützen tust. Die Schnupfmaschine heisst, die wird Numpfen an. Und der Numpfen heisst, die Nase an die Ebbe und ein Klapp geht bumm. Hey, jetzt müssen wir mal schauen. Hey. Danke, Andi. Dann müssen wir mal abbieren. Dankeschön. So, und jetzt. Also, Elmar, bist du bereit? Ja, kommt drauf an. Jetzt tun wir das einmal da. Ich tue da noch ein bisschen. Alles in die Ordnung bringen, dann tun wir. So, jetzt Elmar. Also, nein, ich muss mal zuerst sagen, ich muss die Kamera reinheben. Wie das aussieht, ist das nicht originelle Maschine? Also, die Schnupfmaschine, da geht es darum: Tabak in die Nase. Und das tut einem ein bisschen die Nase lösen. Und man ist nachher natürlich viel der befreitere Mensch und schaut die Welt auch ein bisschen entspannter an. Also wenn man gerade verkältet ist oder verschnupft, ist das eine sehr gute Methode. Elmar hat gesagt, er könnte jetzt das noch brauchen heute. Und jetzt tun wir mal ausprobieren, ob das nütze. Und jetzt werde ich vorbereiten, dass der Elmar Führer sehr schmal in seinem Leben eine Schnupfmaschine
benutzen tut. Und ich glaube, wir wünschen dem alle Glück, weil es ist nicht so einfach. Also, komm, Toni. Elmar, ich war... jetzt musst du die Nase hier hin. Du schaust in das Spiegel. Aha. Du musst deine Nase nicht dort drauf heben. Okay. Reinschauen. Du musst führen mit der Nase. Schon weiter führen? Jawohl. Du bist Wahnsinn. Jetzt die Augen schliessen. Und... Augen schließen, Elmar, ein Schnupf und ein und Elmar, jetzt kannst du die Nase putzen. Schau mal. Oh mein. Ei, Toni, lass mal sein. Fantastisch. Und Elmar, du siehst so erfrischt aus. Ich muss... Oh mein. Toni, wir müssen Schluss machen. Das ist der Hammer wieder. Aber eins darf ich nicht. Nicht vergessen. Ich muss dir trotz allem jetzt noch mache ich auf dem Herzen das Goldig Alpenwelle Mikrofon übergeben. Oh, wow! Und natürlich danke vielmals. Danke vielmals, Leo Toni. Schau mal. Das ist meine zweite Auszeichnung, die ich im Leben nicht bekomme. Die erste habe ich bekommen von den Jungzünftern, von der Zunft zum Wider. Am 6. Leute, die haben mich zum Ehrenschafsäckel gemacht. Ich bin also ein Schafsäckel und jetzt auch noch Alpenwelle tragen. Und natürlich die aktuelle Zeitschrift sollst du auch noch hier haben. Im Haus der Freiheit. Hat mich riesig gefreut, Toni. Und wir werden uns garantiert aber gleich wiedersehen. Hast du das gesehen, liebe Zuschauer? Und ich muss mich jetzt auch ein bisschen zurückziehen. Für mich lange sind wir jetzt auch. Danke vielmals und haben eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.